Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es mal einen Vlog ganz alleine mit meinerseits, mit mir. Sascha sitzt im Hintergrund und ist am Frühstücken. Genau. Wir sind noch immer in Griechenland und wir werden wahrscheinlich auch erstmal noch hier bleiben, keine Ahnung. Wir haben gerade einen super schönen Platz entdeckt, beziehungsweise eigentlich hat uns den jemand empfohlen. Wir sind nämlich in der Filia Laundry, das ist so ein Waschsalon von zwei deutschen Auswanderer. Also die sind jetzt schon seit einem Jahr hier, ne? Und haben da irgendwie einen Waschsalon aufgemacht für Reisende, Langzeitreisende. Sie nehmen auch Hunde auf und vermitteln die weiter. Und gibt es einen kleinen Foodstand. Und es ist halt so vielleicht auch so eine Begegnungsstätte für Reisende. Genau, und dort sind wir welchen begegnet, die uns diesen Platz empfohlen haben. Und jetzt sind wir hier auf einem riesengroßen Platz. Also es ist quasi wie, ja, was sind das hier? Sind das Pinien, Sascha? Ja, ganz viele Pinienbäume und es ist mega viel Platz und vorne ist das Meer. Ja, also wir stehen hier quasi mitten in der Natur und ganz viele Leute, also wir haben viele Deutsche hier gesehen, die hier wohl überwintern auch. Und ja, jetzt sind wir halt erstmal hier und mal gucken, was es sonst noch so gibt und was so passieren wird. Uns geht es richtig gut und mir... Ja, besonders, denn ich bin jetzt schon, also ich habe es bei Instagram schon einmal erwähnt, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, denn mir ging es gesundheitlich nicht so gut. Bevor wir losgefahren sind, habe ich ungefähr, also jetzt haben wir November, morgen ist der 1. November und ich habe jetzt seit über einem Jahr mit einer Speiseröhrenentzündung zu kämpfen, kann man das so sagen, und einer Übersäuerung, also es kommt durch eine Übersäuerung. Ich habe kein richtiges Sodbrennen oder Reflux, wie manche das vielleicht kennen, dass es halt hochkommt oder so, aber ich spüre oder habe immer gespürt, dass es in mir halt gearbeitet hat und ich hatte einen Blähbauch und ich habe halt viele Nahrungsmittel nicht vertragen. Ich habe das auch gemerkt, aber da sie mir so besonders gut geschmeckt haben, habe ich sie einfach weiter gegessen und bin auch schon zweimal beim Arzt gewesen. Die wollten mir dann auch einen Säureblocker verschreiben und ach, das wollte ich irgendwie nicht. Und ich habe immer nur die Entzündung quasi bekämpft oder wollte dagegen angehen, aber eigentlich nicht das, was sich hier im Magen abspielt. Und ich bin der Meinung, dass alles ja auch eine psychische Ursache hat, der ich dann auch auf den Grund gegangen bin. Also ich bin der Meinung, dass ich weiß, was es ist. Und es ist ja ganz wichtig, dass man die Ursache bekämpft und nicht nur die Symptome. Genau, damit habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt. Ich habe da, also vielleicht wollt ihr selber einfach mal googeln, es gibt da dieses Strichmännchen-Prinzip oder die Strichmännchen-Technik, die ich angewendet habe. Denn mir schlagen alle möglichen Dinge, die mich psychisch beschäftigen und die mich mitnehmen, immer auf den Magen. Ne? Und das Magen ist so der Ärger-Revier-Konflikt bei mir. Und ja, genau, das... Dem habe ich mich dann halt in der Hinsicht angenommen. Aber ich habe auch eine Ernährungsumstellung gemacht. Und zwar richtig krass, also für mich richtig krass, denn viele, die mich kennen, wissen, ich bin ein Chips-Junkie, ich liebe Junkfood. Ja, wir haben super, super gerne Pizza gegessen, Döner, natürlich alles in veganer Variante, Lamajun und Fett Tzatziki und ganz viel Nudeln. Wir haben fast täglich Nudeln gegessen, also Kartoffeln lag also war selten auf unserem Teller. Genau. Ab und zu gab es natürlich auch mal Reis, aber auch mega, mega selten. Oder so Couscous und Bulgur-Sachen. Also wir haben eigentlich die meiste Zeit Nudeln gegessen. Genau. Und natürlich Brot, ja. Also ich liebe es einfach mir. Also ich liebe Salat, aber ich liebe auch Brot. Also wenn ich halt einen Salat gegessen habe oder zum Beispiel ein Chili oder Suppen oder sowas, dann mochte ich das total gerne, wenn ich Brot dabei hatte und, weiß ich nicht, vielleicht so zwei Dips oder so. Und dann konnte ich mich, also ich habe eigentlich mehr Brot gegessen als dann von den anderen Sachen. Genau. So.
Ich habe mich also nun mit der basischen Ernährung auseinandergesetzt. Ich ernähre mich jetzt nicht komplett basisch, aber ich versuche den größten Teil, man soll ja so um die 80% sich halt basisch ernähren und 20% kann man dann auch mal so andere Sachen essen. Gerade Nüsse zum Beispiel sind sehr wertvoll in der Ernährung, aber halt die sind halt auch nicht basisch. Also ich meine, Walnüsse und Mandeln sind okay, aber alle anderen sind zum Beispiel auch Säurebildner. Ja, also habe ich meine Ernährung umgestellt. Und da ich bei Instagram immer wieder gefragt werde, was ich denn so esse und was ich so mache, habe ich gedacht, mache ich daraus ein Video, denn vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Denn ich habe zum Beispiel, also es hat ganz viel mit mir gemacht, also mit meinem Körper hat es viel gemacht und natürlich mit mir selber auch, weil es mir natürlich dadurch besser geht. Ich möchte gleich dazu sagen, also diese Ernährungsumstellung habe ich angefangen, sagen wir mal, es müssten jetzt ungefähr 4 Wochen her sein. Es ist nicht so, also meine Entzündung im Hals und in der Speiseröhre ist noch immer da. Denn es ist natürlich so, dass man keine Wunder erwarten kann. Wenn nicht, also es ist ja schon chronisch dadurch, dass ich es jetzt über ein Jahr mit mir herumschleppe. Und das, was in, ich sag mal so in einem Jahr irgendwie da ist, kann nicht von heute auf morgen weggehen. Da muss man halt geduldig sein. Also so sehe ich das zumindest. Ich möchte dieses Video jetzt auch nicht machen, um irgendwie Tipps von euch zu bekommen, denn das ist halt ganz oft so, dass die Leute dann meinen irgendwie, ja, mach mal dies, mach mal das, tu mal jenes. Nein, ich will euch einfach nur sagen oder ja, mitteilen, was ich mache. Genau. Und zwar habe ich damit angefangen, also erstmal Zucker komplett wegzulassen. Das Einzige, was ich ab und zu mal nutze, das ist Ahornsirup. Dann trinke ich wirklich nur noch, also morgens beginne ich mit einer halben Zitrone, die Sascha mir auspresst und in mein Glas füllt und das fülle ich dann mit Wasser auf, denn ich habe in meinem, also ich habe 2 Bücher, in denen ich nachgelesen habe, unter anderem natürlich meine Ölebibel und also ich kann euch das kurz mal zeigen, das ist dieses fette Teil, ja das ist einmal die Ölebibel, weil ich die Öle natürlich, die ätherischen Öle von Young Living auch zur Unterstützung nutze und schwuppdiwupp, dieses Buch hier, ja, das sind die seelischen Ursachen der Krankheiten von Björn Eibel. Diese beiden Bücher habe ich oder die nutze ich, also das, die seelischen Ursachen der Krankheiten, das nutze ich schon irgendwie ewig lange, also das habe ich bestimmt schon irgendwie 6, 7 Jahre, wenn nicht noch länger. Und genau, da stand das mit der Zitrone drin. Viele, viele haben dann geschrieben, weil bei Instagram habe ich da schon öfter drüber gesprochen und viele haben dann geschrieben, nein, auf keinen Fall Zitrone und da ist ja Säure drin und das ist total schlecht. Ganz im Gegenteil, das ist sogar sehr, sehr gut, denn die reguliert den Säurehaushalt im Magen irgendwie. Und ich kann nur sagen, also ich mache das direkt auf nüchternem Magen, wenn ich morgens aufstehe und es tut mir wirklich gut. Also man merkt es ja auch, ja, jeder Körper ist vielleicht anders und jeder verträgt die Dinge anders, aber was man auch immer bedenken muss, der Meinung bin ich, in dem Moment, wo man eine Ernährungsumstellung macht, wo man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt oder irgendwelche Dinge, die halt den Körper entgiften, ist es einfach so, dass der Körper auch erstmal ja, so reagiert, wie man es halt vielleicht nicht gerne hätte. Also, dass man zum Beispiel, ja, dass der Stuhlgang sich zum Beispiel ändert, ist ganz normal. Ja, oder dass einem vielleicht, dass man Kopfschmerzen bekommt. Also, der Entgiftungsprozess im Körper macht solche Dinge einfach. Bei mir ging es, das Einzige, was ich hatte, war schlechte Laune, mega Hunger und wirklich, ja, es war schon für mich sehr schwierig, das Ganze durchzuziehen. Aber wie gesagt, ich habe mit der Zitrone am Morgen begonnen. Das hat mir sehr gut getan. Dann trinke ich im Moment oder jetzt auch schon seit längerer Zeit einen Basentee von Sonnentor ist der, glaube ich. Den trinke ich und ja, dann erst beginnt quasi mein Frühstück. Und das Frühstück setzt sich zusammen nur aus Rohkost. Ich habe bis jetzt noch nicht gefrühstückt, es ist noch am Morgen, also ich versuche das alles immer so lange wie möglich hinauszuzögern. Und Sascha hat mir heute Morgen, hier kann man das sehen, so einen wunderschönen Fruchtteller gezaubert. Das esse ich jetzt seit 4 Wochen und zwar, also nicht immer das Gleiche, so das, worauf ich Bock habe. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Mango drin, Orange, Kiwi, Granatapfel. Hast du noch was reingemacht?
Nee, ich glaube, das war's. Genau, das ist zum Beispiel mein Frühstück. Und ja, natürlich ist es dann so, dass man dann nach relativ kurzer Zeit wieder Hunger hat. Ich versuche viel zu trinken, das gelingt mir noch immer nicht. Also ich trinke nur ungesüßten Basentee jetzt oder manchmal einen Kräutertee oder so, aber ansonsten eigentlich den ganzen Tag über nur Wasser. Ja. Wenn ich dann zwischendurch Hunger habe, was dann natürlich auch passiert und was am Anfang härter war, als es jetzt ist, also es wird mit der Zeit natürlich auch ja immer einfacher, also ja, es ist immer noch nicht super einfach, aber es wird halt einfacher. Der Körper verändert sich ja und gewöhnt sich auch daran. Und ein Körper braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Man spricht so zwischen 6 bis 8 Wochen, bis man eine Angewohnheit wirklich losgeworden ist und eine neue Angewohnheit zur Angewohnheit geworden ist. Und ja, es fällt mir noch nicht so leicht, aber es ist auf jeden Fall schon leichter geworden. Dann, wenn ich dann zwischendurch Hunger habe, esse ich einfach eine Handvoll Nüsse. Ich habe auch irgendwie, hast du die wieder da oben reingetan? Diese Cracker, die ich da gekauft habe. Da habe ich nämlich aus einem Bioladen, kann ich euch gerade mal zeigen, sind die das hier? Ach nee, das sind so Cookies. Das kann ich doch gerade mal zeigen. Also das sind hier einmal so Cracker, die vegan sind und da ist auch kein Mehl oder irgendwas drin, die irgendwie bestehen sind hier aus Linsen und aus irgendwelchen Sesamkörnern und Sonnenblumenkerne und Mandeln und Kokosnussöl ist da drin, solche Sachen. Dann habe ich hier einfach so Dinger, das ist halt nur Maiszeug, auch ohne Salz. Und das sind so roh vegane Cookies. Also wir haben hier nämlich einen super Bioladen gefunden und einen veganen Laden, wo ich mich dann ein bisschen eingedeckt habe. Genau, das sind so die Sachen, wo ich dann zwischendurch, aber das mache ich auch nur einmal am Tag, dass ich mir dann so etwas esse. Vielleicht so zwischen 14 und 15 Uhr. Und dann esse ich erst wieder so gegen zwischen 17 und 18 Uhr. Also ich habe quasi sehr, also ich esse auch weniger und dieses ganze Zwischendurch, was ich vorher hatte, ich habe ja, wie gesagt, Chips geliebt oder auch Süßigkeiten und sowas, das esse ich alles gar nicht mehr. Ja, es ist wirklich mega hart, aber es tut mir unheimlich gut. Genau, zum Abend hin koche ich mir dann was zu essen. Also früher haben Sascha und ich zusammen gekocht, mittlerweile ist es erstmal so, ich musste mich ja auch erstmal umstellen und gerade Salz und Knoblauch, ich habe immer sehr, sehr würzig gegessen. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon einmal erwähnt habe. Wenn Sascha würzt, der macht so. Wenn ich würze, mache ich so. Ne? Also zum Er grinst gerade, weil meine Gewürze immer relativ schnell leer waren und er sich gewundert hat, wir haben doch gerade irgendwie ein Curry gekauft, was ist da schon wieder leer? Genau. Salz benutze ich ganz wenig. Ich habe mir ein Gomasio, kennt ihr das? Das ist einfach ein bisschen Salz. Ich habe Kräutersalz genommen und Sesamsamen. Das habe ich miteinander gemischt. Und ja, das Kräutersalz an sich. So, das nutze ich. Ich nutze jetzt kein pures Salz mehr und ich versuche halt weniger davon zu nehmen. Knoblauch ist eigentlich gesund, aber in dem Maße, wie ich es gegessen habe, war es einfach zu viel. Das ist zum Beispiel eins von den Lebensmitteln, wo ich gemerkt habe, dass ich sie nicht vertragen habe. Denn ich habe ja, wie gesagt, einen mega Blähbauch davon bekommen und Bauchschmerzen davon bekommen, aber ich habe es so sehr geliebt. Also, ich sag mal, wenn Sascha und ich wenn wir eine Tomatensoße gemacht haben für die Pizza, für 2 Personen, wie viel Knoblauchzehen hast du reingemacht? 3 bis 5 Knoblauchzehen hat er da reingemacht. Dann habe ich mir meinen Hefeschmelz gemacht, als Käseersatz quasi. Da habe ich auch noch mal Knoblauch reingetan. Und dann haben wir uns noch ein Knoblauchöl gemacht, was wir auch noch mal fett, ja, eine ganze Knoblauchzehe hat Sascha reingetan. Okay, wir haben dann nicht die ganze Knoblauchzehe gegessen, aber dieses Knoblauchöl, also mit den fetten Stückchen des Knoblauchs, haben wir auch nochmal auf die Pizza drauf gemacht. So, und wir haben jeden Tag Knoblauch gegessen. Also Sascha noch immer, aber ich jetzt gar nicht mehr. Nur noch freitags die Pizza lasse ich mir nicht nehmen. Genau, aber dafür nehme ich weniger Soße. Tomaten sind auch sehr, ja, große Säurebildner.
Und Tomaten esse ich auch gar nicht mehr, bis auf die Pizza am Freitag. Ja, wie gesagt, die lasse ich mir nicht nehmen. Da esse ich halt die Tomatensoße. Und das ist genau das Gleiche ist mit Teichsachen. Ja, also ich esse keine Teichsachen mehr. Nudeln fallen weg. Das Einzige, was ich noch esse, sind Kartoffeln. Und ich habe mir viel Quinoa geholt. Ja, das ist das, was ich im Moment zu mir nehme. Und ich habe mich dran gewöhnt, denn Kartoffeln mag ich ja eigentlich nicht so gerne. Die gab es bei uns ganz selten. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt. Ja, und dann mache ich mir jeden Tag einen Salat dazu. Ich habe zwei super tolle Dressings gefunden, die ich nutze. Und das ist einmal ein Avocado-Dressing, was ich selber mache, und einmal ein Mango-Dressing, was ich selber mache. Und wir haben ja einen Blog und Sascha schreibt da fleißig Rezepte, denn wir haben mal eine Umfrage gestartet, jeder Vanlifer, wir sind ja Vanlifer, nein, eigentlich sind wir Langzeitreisende und leben im Camper, aber muss doch ein Kochbuch machen. Und ja, wir machen kein Kochbuch in dem Sinne. Aber Sascha hat voll Spaß am Kochen und am Ausprobieren. Und wir werden auch immer wieder nach Rezepten gefragt. Und deswegen hat er sich gedacht, wir schreiben diese ab und zu auf unserem Blog nieder. Und irgendwann werdet ihr auch die Rezepte dazu finden. Denn die habe ich jetzt erst herausgefunden. Und genau, Sascha erinnert gerade an den Newsletter. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann tragt euch gerne in unseren Newsletter ein. Alle Infos findet ihr unten. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Ja, genau. Genau, ich habe zwei Dressings, die ich super gerne mag und die halt quasi dann auch, also nicht nur quasi, die dann auch gesund sind, denn nämlich nur aus natürlichen Zutaten bestehen und kein Fertigkram ist. Was ich dann auch noch, ich esse viel Rohkost dann und mache mir dann irgendwie zum Beispiel Kartoffeln dabei oder Quinoa dabei, um dann halt auch ein bisschen irgendwie ja Sättigung zu bekommen. Und was ich total, also wo ich so mega dankbar für bin, in diesem Bioladen, den wir in Patra entdeckt haben, durch übrigens Leise Reise, die Schüttelbärts, die haben nämlich einen Bericht darüber auch geschrieben, über Biomärkte und Wochenmärkte in Griechenland, habe ich Mandelmus gefunden. Mandelmus, ich habe weißes Mandelmus, normales Mandelmus und Cashewmus mitgenommen. Und das rettet mich wirklich, weil ich mir einfach dann immer noch ein kleines bisschen Gemüse anbrate oder ein bisschen garen lasse und ich dann einfach was von dem Mus damit reinpacke und dann habe ich was Soßiges und was Gesundes und was halt auch sättigend ist und mega, mega lecker. Des Weiteren, was richtig, richtig gut sind, und wo ich mich total drüber freue, ist, also erstens haben wir frische Kräuter nochmal für uns entdeckt, und zwar die Petersilie, ja, die essen wir, ja, Sascha zeigt schon Daumen nach oben, die essen wir täglich, Sascha ganz viel, genau, und Bente, also eine liebe Freundin, die mich, oder die jetzt zu uns gekommen ist und mit uns auf jeden Fall eine Zeit lang reisen wird, die hatten wir aus Lettland, super leckere, das sind so Kräuter einfach, also es ist eine Kräutermischung mitgebracht, so dass ich noch mein Essen verfeinern kann. Genau. Und um auch ein bisschen was Deftiges zu haben, ich habe früher nicht so viel Tofu gegessen, esse ich mittlerweile auch einfach gerne, super gerne Tofu. Da wird es auch noch ein Rezept zu geben, denn der ist richtig, richtig geil, wenn ich den schön anbrate und mit Kräutern und mit Nüssen und genau Hanfsamen habe ich mir noch geholt. Ja, also ihr hört, ich esse sehr gesunde Sachen. Genau. Und genau, jetzt kommen wir nochmal zum Schluss. Also dazu, was es mit mir und meinem Körper gemacht hat. Also erstens fühle ich mich viel besser. Ich habe mittlerweile einen flachen Bauch. Ich hatte vorher immer das, also immer so einen kleinen Bauch und hatte das Gefühl, ich bin irgendwie im vierten Monat schwanger, weil ich einen Blähbauch hatte. Ja, also dadurch, dass ich natürlich alle die ganzen Getreidesachen, also diese Teichsachen weglasse, das hat schon viel gemacht und natürlich halt auch der Knoblauch und überhaupt. Und ich habe Anfang des Jahres mit Hula Hoop angefangen und habe da schon gemerkt, dass sich also in der Bauchgegend was getan hat. Dazu habe ich im März das letzte Mal meine Daten aufgeschrieben und zwar einmal über dem Bauchnabel, das war am 22.03. habe ich 81 cm Umfang gemessen, am Bauchnabel
oder sagen wir so, zum Vergleich, am 28.10. jetzt, ich habe nämlich am 22.03. auch direkt aufgehört, warum auch immer, hatte irgendwie keine Muße mehr dazu, mit dem Hula-Hoop weiterzumachen. Durch die Ernährungsumstellung habe ich jetzt über dem Bauchnabel einen Umfang von 79 cm. Also vorher waren es 81, jetzt sind es 79. Am Bauchnabel selber im März waren es noch 90 cm. Jetzt am 28. Oktober 84,5. Also ich habe keinen Sport oder irgendwas gemacht. Dann waren es im März unter dem Bauchnabel 94 cm und jetzt sind es im Oktober unterm Bauchnabel 87,5 cm gewesen. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe ja keine Waage oder irgendetwas hier. Ich habe echt abgenommen, ja. Und ja, ich fühle mich einfach total gut und ich finde es so schön, dass ich jetzt einen schönen flachen Bauch habe. Genau, ich möchte noch mal kurz auch zum Entgiftungsprozess sagen. Ich habe ja erzählt, ich nutze auch die ätherischen Öle dazu. Ich nehme sie ein in einer Kapsel. Sascha hat die Kapseln jetzt schon weggeräumt. Und zwar habe ich da eine Ölmischung, die enthält Fenchel, Ingwer, Anis und all solche Sachen, das Milieu in meiner Magen-Darm-Gegend halt einfach unterstützen. Und ich habe den heiligen Weihrauch für mich entdeckt, den ich auch einnehme. Alles auf eigene Verantwortung. Das mache ich jetzt ungefähr seit 2 Monaten, ja, um die Entzündung im Körper quasi zu bekämpfen. Am Abend zum Schlafen nehme ich jetzt seit ungefähr einer Woche noch Baldrian-Tropfen zu mir, auch aber als ätherisches Öl. Genau, um dann halt dadurch, dass ich morgens die Zitrone trinke und die Zitrone ja in meinem Körper Giftstoffe löst, ja, muss ich natürlich diese Giftstoffe auch irgendwie loswerden. Deswegen ist es ganz wichtig, natürlich viel zu trinken, was ich auf jeden Fall noch lernen will. Ich bin fleißig dabei, das zu lernen, weil ich es immer wieder vergesse zu trinken. Aber unterstützend dazu ist die Pfefferminze. Auch das haben wir natürlich bei Young Living als ätherisches Öl. Kann man auch sich einfach in ein Glas Wasser machen. Das mag ich aber nicht so gerne. Ich mache mir einfach einen Tropfen auf den Finger unter die Zunge und den Rest auf die Zunge. Ist mega erfrischend und hilft mir, ja eben diese Giftstoffe dann eben auszuleiten. Und das macht man dann so ab 14 Uhr ungefähr. Das ist wohl die beste Tageszeit dafür. Ja. Gibt es sonst noch was Wichtiges dazu zu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Also es tut sich richtig viel. Mein Körper fühlt sich gut. Ich fühle mich gut. Und jetzt muss ich frühstücken, denn ich habe mega Hunger.